Hi, mein Name ist Thomas, Malermeister bei farbenbote.de, dem schnellsten Sto-Online-Shop, und heute möchte ich euch die Sto-Color In vorstellen. Sto-Color In ist unsere meistverkaufteste Innenfarbe. Ihr könnt diese Farbe im Prinzip überall einsetzen, ob das auf einer Raufasertapete, auf einer Mustertapete, auf einem Rauputz, auf einem neuen feinen Putz. Überall könnt ihr diese Farbe verwenden, ob im Dachboden, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, in der Küche, im Keller, überall. Sto-Color In bekommt ihr bei uns in verschiedenen Eimergrößen. Das beginnt bei 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter Eimer und hier den 15 Liter Eimer. Mit so einem 15 Liter Eimer kommt ihr ungefähr von der Reichweite her bei einem Einstrich zwischen 70 und 75 Quadratmeter weit. Wenn es mit einmal deckt, sollte der Untergrund sehr, sehr dunkel sein und das deckt nicht ganz und ihr müsst zweimal streichen, dann reduziert sich das um die Hälfte ca. auf 35 Quadratmeter. Sto-Color In bekommt ihr bei uns standardmäßig in Weiß, aber natürlich auch in allen euren vielen tausenden Wunschfarbtönen, die ihr zu Hause haben möchtet. Geht einfach ins Produkt, dann klickt auf Wunschfarbton und dann werden euch alle Wunschfarbtöne angezeigt, einfach im Warenkorb. Und schon kommt es zu euch nach Hause. Sto-Color In könnt ihr ganz klassisch mit Rolle und Pinsel verarbeiten. Da empfehle ich euch die Sto-Malerwalze Langflor, die wir bei uns im Shop haben. Und den 70 mm Heizkörperpinsel. Das sind die idealen Werkzeuge für einen Profi auch, die wir im Malerbetrieb nehmen. Die sind für euch spitze, da erreicht ihr gute Ergebnisse mit. Noch ein kleiner Hinweis zur Untergrundvorbehandlung. Wenn ihr eine Raufasertapete habt oder einen gestrichenen Untergrund, einen ganz normalen klassischen Putz, und der ist schon mal mit einer Innenfarbe gestrichen, dann könnt ihr ganz problemlos sofort mit der Sto-Color In draufstreichen. Das ist überhaupt kein Problem. Beim ersten Anstrich vielleicht den Anstrich ein bisschen 5% mit Wasser verdünnen, wenn es ein dunkler Untergrund ist, und den zweiten Anstrich dann unverdünnt. Aber grundsätzlich könnt ihr diese Farbe einfach aufbrühen und sofort unverdünnt losstreichen damit. Was kann ich noch zur Grundierung sagen? Bei stark saugenden Untergründen oder Neuputzen, Kalkzementputz, Gipsputz etc. bitte nochmal vorher mit Sto-Prime Plex grundieren, damit ihr ein bisschen die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und ihr ein schönes Ergebnis dann mit der Sto-Color In erreicht. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu Sto-Color In oder zu all unseren tausend anderen Produkten, die wir im Shop haben, ruft uns gerne an, schreibt uns eine E-Mail, eine WhatsApp. Wir sind auf allen Kanälen für euch erreichbar, helfen euch gern. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.